für sich einstehen, so ganz unabhängig, eigenständig. Ja, sich einfach nicht beirren lassen von anderen, ist manchmal nicht so einfach, weil irgendeiner sagt etwas und manchmal weichen wir dann schon ein bisschen von unserem Weg ab. Ich möchte Ihnen heute eine andere Idee mal geben, wie Sie damit umgehen. Denn Sie werden immer von außen etwas hören. Es gibt immer diese, wie man das nennt, die Zweifler und Kritiker. Darum geht es aber nicht. Ich empfinde diese Menschen als Lautsprecher und die sagen etwas, was Sie sich einfach mal anhören sollten, ohne gleich den Pfad Ihres Zieles zu verlassen oder schnell Ihre Strategie zu verändern. Als erstes ist da Ihr Bauch. Ihr Bauch, Ihre Emotion, die Ihnen sagen kann, ob das stimmt oder nicht. Und wenn einer Ihnen was sagt, was Ihnen nicht gefällt, dann wird vielleicht Wut kommen. Wenn Sie unsicher werden, werden Sie Ihren Pfad verlassen. Wenn irgendwas im Außen passiert, was Sie irritiert oder Sie von Ihrem Weg abbringt, hören Sie und spüren Sie mal nach, was Sie wirklich empfinden. Wenn Sie diese Empfindung wahrnehmen, würde ich an erster Stelle mal kräftig durchatmen. Und mit dieser Empfindung ist ein neuer Weg, eine Kurskorrektur überhaupt nicht notwendig. Weil als erstes wabert dieses Gefühl in Ihnen und will Sie verändern. Aber es hat noch gar nichts zu sagen. Also wichtig ist, wieder Ruhe reinzubringen. Ruhe und Entspanntheit ist die beste Möglichkeit zu entscheiden, wie Sie weitergehen. Aber diese wampelnden Emotionen auf keinen Fall. Egal, ob es Wut ist, Zweifel, Unsicherheit, Minderwertigkeit, Komplex, was auch immer. Und so können Sie viel besser bei sich bleiben und sich in keinster Weise beirren lassen von dem, was außen passiert. Und das, was außen passiert, hat definitiv was mit Ihnen zu tun. Und das heißt ehrlich mit sich sein. Wann haben Sie vielleicht das schon mal gedacht, was derjenige sagt? Vielleicht sich Ihre kleinen Zweifler auf der Schulter sitzen gehabt, die Ihnen gesagt haben, hey, das klappt doch sowieso nicht. Und jetzt sagt der das auch noch laut. Lass gut sein, das wird nichts. Und da Sie es nicht hören wollen, werden Sie energisch und stehen wie so ein Stehauf, wenn Sie sagen, jetzt erst recht. Nein, das ist eine Kraftanstrengung, die Sie sich sparen können. Und ich lade Sie ein, überhaupt diese Kraft gar nicht erst anzusetzen. Motivation, gut, aber nicht eine Kraftanstrengung gegen etwas aufzubauen. Meistens sind Sie wie so eine kleine Kampfmaschine dann und wenig auf Ihrem Pfad. Sich nicht beirren lassen, unabhängig, eigenständig für sich zu handeln, heißt, ganz klar bei sich zu bleiben. Klar sich zu reflektieren. Und das Gute ist, Sie müssen es den anderen ja nicht sagen, was da gerade Ihnen abgeht. Sie können ja meinetwegen im Außen noch genauso reagieren, aber mit sich selber im kleinen Kämmerchen, da sollten Sie es reflektieren, um für sich genau zu wissen, wie Sie unabhängig, eigenständig, wirklich Ihr Ding machen und Ihren Weg gehen. Und noch ein kleiner Tipp. Achten Sie mal darauf, ob Sie einer Idee, die im Mainstream ist, also egal ob Medien befördert und beboostert, oder halt etwas, was so alle machen oder was man denkt, was alle machen, was toll wäre, was Erfolg bedeutet. Überlegen Sie, ob Sie das wirklich, 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 wirklich anmacht. Also ist es wirklich das dicke Auto oder fahren Sie lieber Fahrrad? Ist es wirklich diese dicke Uhr an Ihrer Hand oder mögen Sie gar keinen Schmuck? Ist es das Riesenhaus am Strand oder lieben Sie einfach ein Zelt in den Bergen? Was auch immer, seien Sie ehrlich zu sich, wenn Sie für sich unbeirrt Ihren Weg gehen. Und dabei wünsche ich Ihnen maximales Erleben.